Hey Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir lehren heute 24 Tier 11 Snowminions, die jetzt insgesamt 8,5 Tage durchgelaufen sind. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Ich bin ja mal gespannt, wie viel Mining XP es geben wird. Mein Ziel ist auf jeden Fall, 2 Mining Level aufzusteigen. Also jetzt von, ja, wir sind fast 27, es fehlen noch 300.000 bis Level 27. Aber mein Ziel ist es direkt, Level 28 zu werden darüber hinaus. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen, ob das auch möglich ist. Und was natürlich auch spannend ist, wie viele Dias kriegen wir davon raus, wie viel Schnee kriegen wir raus und für wie viel können wir diesen Schnee verkaufen. Und wir machen das natürlich wie immer. Wir trinken dazu eine Mining XP Boost 3 Potion jetzt erstmal. Ja, die haben jetzt für 22,5 Minuten. Das reicht. Ich hätte noch eine längere trinken können. Ich hätte auch Pearl benutzen können und so weiter. Habe ich jetzt aber nicht. Und wir haben natürlich dazu den Surfish ausgerüstet, der Level 68 ist und uns auch nochmal 20% mehr Mining XP gibt. Ich bin auch sehr gespannt, was hier alles rauskommt, wie viel wir hier kriegen werden. Ich schätze mal, der Silberfisch, der wird definitiv Level 70 werden, vielleicht sogar 374 oder so. Werden wir sehen, ich bin sehr gespannt und der Grund übrigens auch, warum ich die Mines sich einfach einmal komplett eine Woche durchlaufen lassen habe, ist der Enchanted Tier Block. Weil jetzt nach ungefähr 8,5 Tagen haben alle Tier 11er und auch übrigens nur mit Enchanted Lava Bucket, also nicht mit Catalyst oder sowas, die haben jetzt alle einen Enchanted Tier Block. Und den nehme ich jetzt einfach als erstes raus, weil es meinte letztens jemand, Enchanted Tier Block gegeben, keine Mining XP. Und das ist falsch. So, 17.000 XP hat zueinander gegeben. 17.000, wunderbar, das stimmt auch, das ist auch korrekt. Gut, ja, wir nehmen jetzt einfach alles raus. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. So, Mining Level 27 haben wir schon mal und wir haben jetzt erst noch nicht mal ganz 4 Minions geleert. Bin wirklich sehr gespannt, wie hoch wir hier kommen. Also Level 28 müsste eigentlich drin liegen, laut meinen Berechnungen. Müssten wir eigentlich schon Level 28 kommen können. Dazu fehlt uns jetzt 1 Million XP, aber ich denke mal, die kriegen wir zusammen. Und unser Rabbit, der ist jetzt auch schon, nicht Rabbit, unser Silverfish, der ist auch schon Level 70. So, ich habe jetzt schon mal 10 Minions geleert. Der Silverfish ist bereits Level 72. Und auch wenn wir hier aufs Mining Level schauen, wir sind schon fast in der Hälfte zu Level 28, also Level 28 werden wir 100% noch erreichen. Also ich habe ja vorausgesagt, dass der Silberfisch wahrscheinlich etwa Level 75 werden wird und das ist er jetzt bereits. Und wir werden jetzt auch gleich Mining Level 28 werden und zwar nach diesem Block hier. Ja, Mining Level 28, das ist so krass, es ist so krass, wie viel XP das Ganze hier gibt. Ne? Wir sind einfach jetzt Mining Level 28 und wir haben hier immer noch 5 Minions zum Leeren. So, wir sind beim letzten Minion angekommen. Es ist der letzte Tierblock, den wir hier noch rausnehmen. Der Silverfisch ist unterdessen Level 76 geworden. Und ja, damit wären wir durch. Wir haben Mining Level 28 erreicht und sogar noch 333.000 XP obendrauf. Also das bedeutet, wir haben hier jetzt circa etwa 1,6 Millionen XP rausbekommen aus diesem 24 Snow Minions. Das ist 1,6 Millionen Mining XP einfach mal. Ja, es ist krass. Das gab insgesamt jetzt hier, na, jedes Minion hatte einen Enchanted Diablock drin, plus noch ein paar weitere extra Dias. Wir wären also bei 25 Diablöcken, also Enchanted Diablöcken und nochmal 1,5-6 Enchanted Dias. Ich habe meine komplette Ender Chest voll mit Snow. Das, was ich im Inventar habe, das hier drin und das hier drin. Das ist eine ganze Menge an Enchanted Snow und der Silverfish, den haben wir auf Level 76, sogar fast auf 77 schon bekommen. Also richtig krass auf jeden Fall, wie viel XP das gibt. Ist definitiv eine sehr, sehr gute Möglichkeit, euer Mining Level zu leveln oder zu boosten. Wie gesagt, 8,5 Tage circa liefen die Minions jetzt hier. Das ist das, was ich dadurch zusammenbekommen habe. Jetzt werden wir den Schnee verkaufen und ja, mal sehen, wie viel Geld das gibt. Ich habe jetzt alles verkauft, was ich an Schnee bekommen habe. Ihr seht die Coins in meiner Purse. 5,95 Millionen. Also knapp 6 Millionen nur durch den Schnee. Und da müssen wir bedenken, es sind noch 25 Enchanted Tierblöcke. Das wären auch nochmal 5 Millionen. Also sind jetzt knapp 11 Millionen, die ich verdient habe mit den 24 Snow Minions innerhalb von diesen 8,5 Tagen. Ich mache das auch nicht nur für das Geld. Ich mache es auch, um mein Skill zu leveln, mein Mining Skill zu leveln. Und da haben wir heute, wie gesagt, 2 Level abgeschafft oder 1,6 Millionen. Und ich denke, ich werde jetzt immerhin, ja, weiter so laufen lassen. Immer dann, wenn sie wieder einen Enchanted Diablock drin haben, wieder leeren. Ich werde natürlich nicht jedes Mal ein Video machen. Ich wollte es einfach mal gezeigt haben, wie viel euch das bringt und ja, was das genau ist. Ich habe jetzt auch schon beinahe die Hälfte aller Diablöcke zusammen, die ich für die Perfect Diamond Armor brauche. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch darüber. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid, dann lasst doch auch gerne noch ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Hypixel Skyblock. Bis dann, Leute. Peace out.